Heute machen wir einen schnellen Knobi-Käsesalat. Der schmeckt so lecker, schön aufgegrilltem Brot. Yummy. Und so geht's. Zuerst ein paar Paprikawürfel anbraten, die mit Salz würzen, nach ein paar Minuten Knoblauch zugeben, den 2-3 Minuten mitbraten lassen und die Pfanne vom Herd nehmen und abkühlen lassen. Dann habe ich hier Bergkäse genommen, den in ganz kleine Würfelchen geschnitten. Und sobald Betty Käse hört oder riecht, ist sie schon zur Stelle. Die liebt nämlich Käse. Dann hier mal noch so ein Viertel Apfel, auch in kleine Würfel geschnitten. Den noch mit dazugegeben, da haben wir noch so eine schöne Süße mit dabei. Dann alles in eine Schüssel geben, den Käsewürfel, den Apfel, dann etwas Joghurtsalatcreme, dann Meerrettich, ich habe den richtig scharfen genommen, etwas Milch verdünnt, Paprika dazugegeben und jetzt unsere abgekühlte Paprika-Knoblauch-Mischung dazugeben, mit Salz und Pfeffer würzen, einmal gut vermengen. Ich habe dann noch etwas Salatcreme und Milch zugegeben, aber alles in der Videobeschreibung für euch. Zum Schluss noch ein paar Frühlingszwiebeln schmecken lassen. Halt, stopp, 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 was kannst du jetzt noch machen? Natürlich hier meinen Kanal abonnieren und unbedingt die Glocke drücken, damit du kein neues, schnelles Männerküchenrezept mehr verpasst. Jetzt darfst du gehen. Tschüss.